Okay. Hast du etwas getan, was sonst keiner tut? Hast du hohe Schuhe oder gar einen Hut? Oder hast du etwa ein zu kurzes Kleid getragen, ohne vorher deine Nachbarn um Erlaubnis zu fragen? Jetzt musst du natürlich mit Verachtung bestraft. Bist eine Schande für die ganze Nachbarschaft. Du weißt doch nicht einmal genau, wie sie heißen, während sie sich über dich schon ihre Mäuler zerreißen. Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu. Die meisten Leute haben ja nichts Besseres zu tun. Lass die Leute reden bei Tag und auch bei Nacht. Lass die Leute reden. Das haben die immer schon gemacht. Du hast doch sicherlich eine Bank überfallen. Wie könntest du sonst deine Miete bezahlen? Und du darfst nie mehr in die Vereinigten Staaten, denn du bist die Geliebte von Osama Bin Laden. Rasierst du täglich deinen Damenbart? Oder hast du im Garten ein paar Leichen verscharrt? Die Nachbarn haben da sowas angedeutet, also wundere dich nicht, wenn bald die Kripo bei dir läutet. Lass die Leute reden und hör einfach nicht hin. Die meisten Leute haben ja gar nichts Böses im Sinn.